Was waren die Hauptänderungen, die jetzt beim Tag dir aufgefallen sind gegenüber deiner 6000er Serie? Ja, zum einen ist einmal sicher die Vorderachsfederung und die Kabinenfederung, die was ich vorher nicht gehabt habe. Und trotzdem ist es auch noch eine sehr wendige Maschine, auch, oder? Also ich muss sagen, natürlich ein bisschen Wehmut ist dabei, wenn ich den wieder muss hergeben. Also es wird ein paar gut herpassen. Jetzt ist er endlich da, euer neuer Siegertraktor. Christoph, ich darf dir hier offiziell den Schlüssel überreichen und dann noch ein kleines Geschenk. Für euren Sohn, für den Benedikt, genau. Haben wir ein kleines Präsent, damit er auch ein spätes Andenken an den heutigen Tag hat. Ja, der erste Eindruck, der ist eigentlich gewaltig. Der Traktor glänzt von oben bis unten. Also es ist einfach unbeschreiblich gewaltig. Hat sich viel verändert am Traktor, beginnend da mit dem Aufstieg, dann natürlich auch Reifen, Felgen wurden erneuert, dann hast du jetzt auch drehbare Kotflügel drauf bekommen, alles neu, der ganze Rahmen wurde lackiert, wir haben dann auch natürlich am Motor, wurde alles Wichtige erneuert, also sprich von der Lichtmaschine, vom Starter, vom Kühler, die Einspritzpumpe wurde erneuert, ein großer Service wurde gemacht. Da ist eigentlich ein Zusatz-Dieseltank jetzt dazugekommen, den hattest du vorher nicht. Also es wurde ein bisschen aufgewertet, natürlich hat der Traktor. Himmel ist neu, alle Schalter, alle Hebel, alle Verkleidungen sind neu. Also es ist wirklich ein komplett neuer Traktor, wie du damals vor 16 Jahren bekommen hast, mit den gleichen... Auf den Traktor raufgekommen bin, was mir gleich ins Auge gestochen ist, ist eine komplett neue Lenksäule und ein Sportlenkrad. Zusätzlich hat der Sitz einen Sicherheitsgurt, das was der alte nicht gehabt hat. Ja, anscheinend habe ich vorher irgendwo einen leichten Riss im Dach gehabt, wie man da sieht. Also es ist wieder ehrlich tipptopp. Alles, was irgendwo locker war, ist neu gemacht worden. Eine neue Anhängekupplung, ein neuer Oberlenker. Habe ich die Information, dass ich da Originalteile hernehmen, was eigentlich auch krass ist, wo sie noch das quasi Lager haben. Ja, ich muss sagen, das war jetzt von der Gefühlswelt ein Auf und Ab. Zuerst die Überraschung, dass ich gewonnen habe und nachher eben die große Erwartung, wann kommt der Traktor wieder hinter, wie lange dauert das und zum Schluss, besser gesagt heute, die große Freude nachher, dass er da ist und ich bin echt in einem Zustand unerwartet. Vielen lieben Dank dem gesamten Valtra-Team. Kitos, Ballion, Valtra.